Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ox Must Die 3. Gut, in der letzten Folge lief es eigentlich optimal, nur wir haben leider einen Gegner durchgelassen, aber gut, sowas kommt halt mal vor und sowas passiert halt schon mal in der Güllekammer. Und jetzt würde ich mal sagen, oh, wieder ein Kriegsszenario. Oh Gott, wir wissen ja, was beim letzten passiert ist. Ich hoffe, diesmal läuft es besser. Auf dem Drachenfriedhof. Alles klar. Na, dann wollen wir mal. Einmal rein in den Lachs. So, okay, was haben wir denn? Sieht nach einem weiteren Armeeproblem aus. Und diesmal ist keine Zauberin da, die uns Ratschläge gibt. Okay, die kommen alle von da. Weißt du was? Eigentlich nicht. Wir haben die Kriegsmaschinenzauber und wir sind ein tolles Team. Wer hätte das gedacht? Aber ja, das sind wir wirklich. Dann wollen wir euch mal hier ein bisschen abhalten. Das wird sie überraschen. So. Dann. Setzen wir hier. Wäre toll gewesen, das früher zu können. Noch ein paar Ritter hin. Für Kleinvieh. Ich liebe Fallen. Haben wir das? Hoffen, dass das reichen wird. Aber wir setzen hier noch unsere. Ich kämpfe für den Orden. Unser Geschütz hin. Okay, das Ding ist genial. Ja, ist es auch. Sollten die durch. Was ich mal nicht hoffen will. Nee, es sollte passen. Es sollte passen. Komm, wir versuchen es. So, Freunde, und ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut. Und wenn nicht, ihr wisst schon, schaut, dass ihr das wieder in den Griff kriegt. Da holzen wir gleich mal drauf. Ja, sie kommen nicht vorbei, aber das sehen wir ja gleich noch. Ob sie da nicht vorbeikommen. Gut, hinten rechts werden sie abgehalten. Das ist schon mal ganz praktisch. Die Ritter halten so gut es geht erstmal alles ab. Oh nein. Die schon wieder. Gott, sind die schnell. Die beachten mich nicht so wirklich gerade. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Gut, dann halten wir schön hier Richtung Tor. Na? Boah, halte durch. Okay, die Ritter halten ganz gut durch. Ja. Noch scheint es zu gehen. Wäre doch schön, wenn wir sie einfach mal komplett vom Tor weghalten könnten. Oh. Ein Ritter hat schon zerlegt. Oh nein. Nein, noch ein Ritter. Was macht ihr denn da? Nein. Oh, hör doch auf hier. Da sind irgendwelche Fernschützen, die... Oh nein. Die Feinde greifen an! Ja. Ach komm, ey. Warte mal. Wir stellen hier noch... Ritter hin. Nein, 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 nein. Oh, geht schon scheiße los. Da kommen sie. Oh. Mein Leben ist niedrig. Ja, ich weiß, dass dein Leben niedrig ist. Okay, sieht aber jetzt erstmal wieder ganz gut aus. Okay. Alles klar. Na, renn.
Okay, gut, gut, gut. Dann haben sie halt jetzt erstmal das Tor eingerissen. Es gibt Schlimmeres. Ja, dann bauen wir hier nochmal um. Nachdem sie das Tor jetzt geplättet haben, müssen wir natürlich sehen. Wie aus dem Lehrbuch. So. Dass wir die jetzt hier nicht mehr ganz so einfach durchgehen lassen. Hey, Ritter. Ritter, Ritter, Ritter. Ritter, 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 Ritter. So. Ja. Und, Laser. Klar, Laser. Ja. Und das war's schon mit der Knete. War hier irgendwo noch was vergessen? Nein. Alles klar. Da kommen weitere Feinde. Die Ritter, das sollte klappen. Also zwei haben schon ganz gut alles abgehalten. Dann hoffen wir doch mal, dass vier Ritter alles abhalten. Die Ritter sind ja echt strong, aber... Ja, wenn sie von echt allen Seiten auf die Nuss kriegen, ist natürlich auch immer unpraktisch. Sollte auch mehr hier mit reinhalten, dass die ein bisschen mehr Unterstützung haben. Nee. Rennt da bitte nicht lang. Oh. Oh. Okay. Bitte haltet sie auf. Kommt schon. Nein. Nein. Du auch nicht. Okay, da fliegen Ork-Reste. Das ist okay. Trefft die da hinten nicht. Das ist schlecht. Weil diese Sprengschützen, die könnten ein Problem darstellen. Vielleicht... Hör doch auf mit sowas. Die Karte angreifen. Gibt's denn sowas? Holt euch mal die Sprengschützen da hinten, bitte. Ah, den sollte ich treffen. Ja, und den da. Ist. Einer ist aber noch. Bist denn du? Oh Gott. Oh Gott. Nein. Wie bist denn du da durchgekommen? Willst du mich verarschen? Sie Nein. sind fast da. Ja. Und, Mist. Sie betreten den Riss. Du mieser, mieser Miesling. Okay, warte mal. Aber ich bin mit Latein noch nicht ganz am Ende. So, sollte hier was durchkommen. Genau, wo ich sie wollte. Machen wir das so. Oh, von da kommen jetzt auch noch welche. Oh, das habe ich nicht bedacht. Okay, warte. Warte, wir müssen sie eine Todeslinie holen. Also, wenn die hier durchkommen. Da hinten können sie nicht mehr lang. Da müssen sie hier... Gut, dann machen wir das
Hier mal oh, dich. Richtig. Das ist eine Bodenfalle. Ja, und ich bin auf den Boden gerichtet. Also, sei ruhig. Hm? So. Und so. Und das und das. Werden Sie nicht kommen sehen. Und Bogenschützen. Genau. Es gibt keinen besseren Platz. Oh, machen wir das jetzt. Das Problem ist, wenn die da kommen, können wir hier vorne eh nicht mehr so viel erreichen. Dann sollten wir mal... Können wir irgendwo noch Geld sparen? Nee, ne? Bestimmt geht das irgendwo, aber dann würde ich fast sagen, reißen wir nämlich... Wir sollten ja hier das Gröbste mit... Das Gröbste sollten die hier vorne abfangen. So, dann kommen die von da. Okay. Und zwar in die Richtung laufen. Das dürfen sie auch gerne. Dann sind hier die Barrikaden. Dürfte nichts passieren. Gut, dann starten wir mal. Und verfeinern hier noch ein bisschen. In Form vom Bogenschützen. Ja, was Besseres fällt mir gerade nie ein. Dann holzen wir hier vorne noch ein bisschen mit, bis die dann da hinten rechts kommen. Ich glaube, wir konzentrieren uns dann auf diesen Zwischenweg. Was die Ritter durchlassen, ist okay. Das muss nämlich da hinten dann abgefangen werden. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Boah, ich fliege. Ja, darfst du machen. Okay. Dann schauen wir mal hier. Genau, da kommen sie jetzt an. Wow. Okay, lassen wir sie durch. Lassen wir sie durch. Na? Okay, was hier kommt, trifft noch nicht auf meine Verteidigungslinie. Noch. Ah, die rennen dann hier lang. Okay, können sie machen, können sie machen. Ist okay. Warte mal, kann ich hier draußen zufällig einen Ritter hin? Nee, geht hier nicht. Na gut. Okay, da hinten ist dicht, das reicht auch. Okay, alles klar. So, dann machen wir das mal so. Die werden sie nicht kommen sehen. Hm? Oh, das klappt gut. Das klappt gut. Oh, Säure. Säure ist cool. Säure sollte ja gegen alles helfen. Egal ob Eis, Feuer oder sonstiges. Jeder sollte dafür angreifbar sein. Na, da kommt hier was. Dann machen wir so. So. Damit es nochmal ein bisschen extra Schaden gibt.
fast sagen, wir gehen dann in der nächsten Runde sogar ein bisschen weiter vor. Dann kann ich nämlich ganz hinten in der Ecke noch was platzieren. Ja, so machen wir das. Gut. Bis jetzt ist entspannt. Huch. Ja. Elementare. Okay. Alles in Ordnung. Das sieht wunderbärchen aus. In meine Falle. So. Machen wir das so. So. Dann bauen wir das hier. Das wird nur auf dem Boden funktionieren. Ja, weiß ich. Danke. Danke für die Erinnerung. Das ist so liebenswürdig von dir. Ja. Dann können wir hier wieder die und die. Genau, dann haben wir hier hinten nämlich nochmal eins so. Gehen die nur am Boden? Ja, die gehen nur am Boden. War klar. Dann basteln wir... es reicht nicht. Gut, wir können auch anders. Dann bauen wir davon noch welche. Ich würde sagen, darf schon mal wieder anfangen. Machen wir hier nochmal sowas. Vorsicht! Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen. Ja, ist okay. Dürfen sie. Oh, sieht doch ganz ordentlich aus. Ich glaube, so wird das was. So wird das was. Warte mal. Arsch. Nein! Nein! Ich Idiot! Nein! Oh, da hinten ist ja noch was. Nein. Die halte ich nie allein auf. Ja. Pack, ich Idiot. Nein. Feinde beim Riss. Ja. Mehr Feinde betreten den Riss. Shit. Das habe ich ganz übersehen, dass da hinten ein Tor ist. Oh, nee, ey. Okay, was lernen wir da draus? Wir brauchen da hinten auf alle Fälle Verteidigung. Sonst wird das nix. Oh Mann, jetzt könnte ich die alle alleine aufhalten. Oh, kein Mana mehr, kein gar nichts mehr. Oh Mann, da. Mehr Feinde betreten den Riss. Fuck. Nein. Nein. Ja. Fuck. Oh Mann, bin ich blöd, ey. In unserem Rissraum, unser Riss verschwindet. Oh Mann. Ja, komm rein, komm. Scheibe. Oh, fick doch die Henne. Verdammte Kacke. Oh, ich könnte mich ohrfeigen. Es gibt keinen besseren Platz. Da vorne kommen ja alleine zurück. Mann, ey. Nur noch 7. Oh, Mann. Oh, das ist ärgerlich. Na gut, was soll's, was soll's. Jetzt wissen wir, wo die Schwachstelle ist. Oh Mann.
Mann, du. Das ist deprimierend. Gott. Ein Kinderspiel. Jetzt bin ich deprimiert. Na gut, aber deswegen fängt man nicht von vorne an. Oh, weil ich das blöde Tor da hinten echt übersehen habe. Mann. Ritter? Ja, ja. Das nervt jetzt. Warte mal, da liegt noch was Grünes. Ach, das ist nur Leben. Na ja, gut. Okay, 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 okay. Also. Dann. Müssen wir hier hinten nachjustieren. Geht nicht anders. Verdammte Axt. Das ist beschissen gelaufen jetzt. So. Dann einmal dieses. Zack, zack. Dann noch Säurefallen. Dann machen wir hier oben noch diese. Und dann ist die Knete auch schon so gut wieder ab wie alle. Okay, warte mal. Brauchen wir da vorne wirklich alle Säurefallen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mist. Mal. Die wieder abbauen. Damit wir hier ein bisschen Knete noch zur Verfügung haben. Oh Mann, nur noch 7 Lebenspunkte. Ah, das wird ja was, du. Ja, komm hier, mehr Schützen. So, auf geht's, komm. Sollte gehen. Da kommen weitere Feinde. Ach, das ist die letzte Welle. Komm erst von da vorne. Ey, ey, ey. Mist, hätte ich das nicht übersehen, du. Wäre besser geworden. Wiederbeleber ist schlecht. Oh Mann, hau ab. Ja, ist es auch. Ah, geh weg. Hau ab. Muss da unten helfen. Sonst sehe ich mich hier komplett scheitern. Okay. Noch geht's da unten. Nee. Feuer Elementar? Nein. Eine Barrikade wird angegriffen. Hat jemand ein Pflaster? Ja, Pflaster wäre gut. Oh Mann, Mann, Mann. Ich brauche ein bisschen Leben. Sie sind fast da. Sie greifen die Barrikade an. Welche? Ach, da. Nicht doch. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Das war genial. Sie greifen die Barrikade an. Du willst mich doch verarschen. Hör mal. Eine Barrikade wurde zerstört. Komm, ihr solltet doch diesen Cesador-Typen wie auch immer wegkriegen. Na, geht doch. Angegriffen.
Oh, Mann, 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 Mann. Hey, sag mal. Werdet ihr hier auch mal fertig? Und komm nicht wieder. Sie greifen die Barrikade an. Hör doch auf damit. Guck mal, das noch wer. Eine Barrikade wird angegriffen. Was denn, wo denn? Vorne? Echt hoch. Eine Barrikade wird angegriffen. Sie haben eine Barrikade zerstört. Was denn? Wo denn? Willst du mich verarschen? Wo ist denn hier eine Barrikade kaputt? Ach, vorne beim Eingang wahrscheinlich. Ja. Nur wegen meiner kleinen Unaufmerksamkeit, dass da noch ein Tor war. Sieht der Lebensstand so schlecht aus. Das ist echt ärgerlich. Ärgerlich. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich jetzt gerne kotzen möchte. Ansonsten war die Taktik doch gut. Da kommt noch was. Natürlich haben wir gewonnen. Okay. Oh, war das ärgerlich jetzt. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, das reicht für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.